Am Tag der Deutschen Einheit feiern wir, dass alle Deutschen wieder in Freiheit und Demokratie leben. Freie Wahlen. Das war eine zentrale Forderung der mutigen Demonstranten, die der SED-Diktatur im Herbst 1989 ein Ende setzten. Auch für mich persönlich war die Nacht zum 3. Oktober 1990 einer der bewegenden Augenblicke in meinem politischen Leben. Die Aufgaben, vor denen wir heute stehen, sind gewaltig. Aber aus den vergangenen Jahrzehnten können wir Zuversicht für das Kommende schöpfen. Wir müssen beweisen, dass wir diesen globalen Herausforderungen in einer instabilen Welt des rasanten Wandels mit den Mitteln und Verfahren unserer freiheitlichen Demokratie gewachsen sind. Das betrifft alle Deutschen gleichermaßen und wir bewältigen diese Aufgaben auch nur zusammen. Bei aller Vielfalt, wir sind ein Volk und das dürfen wir feiern.